Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel von Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96. Ich begrüße beide Trainer. Hallo Herr Kutschak, hallo Uwe Rösler. Wir fangen mit den Fragen direkt mal an. Ich stelle sie... Wir fangen mit dem ersten Statement an. Selbstverständlich, Herr Kutschak, ist das Ihr Wort. Ja, erstmal Glückwunsch an Uwe und Fortuna zu den drei Punkten. Und aus unserer Sicht natürlich ein sehr bitterer Tag. Wir haben eigentlich ganz gut in die Partie reingefunden, dann durch so eine unnötige Aktion, 11 Meter 0-1 in Rückstand, kommen dann aber wieder zurück und dann die gelb-rote Karte spielen, 35 Minuten in Überzahl. Und wenn man dann natürlich so verteidigt wie mir heute, hat man auch keinen Sieg, auch keine Punkte verdient. Das müssen wir uns ankreiden. Wir waren in der Verteidigung, vor allem Restverteidigung, und waren wir heute einfach nicht Zweitliga würdig. Und wir haben dann gegen 10 Fortuna in den 35 Minuten wenig Möglichkeiten gefunden, Lösungen gefunden, sind sehr viel in den Abseits reingelaufen, haben immer versucht, es kompliziert zu machen, und dann verliert man auch so ein Spiel hier. Also deswegen ist die Analyse relativ auch aus meiner Sicht kurz und knapp. Danke. Vielen Dank. Uwe, bitte. Danke für die Glückwünsche. Ja, das Spiel, das war, ich glaube, wir haben angefangen, wir haben einen guten Platz gehabt. Wir haben die Woche uns sehr konzentriert, auch rauszuspielen von hinten. Wir waren mutig, haben das auch gemacht, haben den Ball gut nach vorne getragen. Was uns dann am Anfang gefehlt hat, ein bisschen der richtige Zug zum Tor, dass unser gutes Spiel nicht in glasklare Torschancen resultiert hat. Das war ein bisschen das Manko. Dann machen wir das Tor, klare Elfmeter, machen das Tor, und dann hätten wir eigentlich so weiterspielen müssen. Dann haben wir im Prinzip weiter versucht, uns rauszuspielen, aber anstelle nach vorne rauszugehen, haben wir dann zu oft zurückgespielt. Völlig unnötig. Mir kam es so vor, als ob wir das 1-0 ein bisschen verwalten wollten und dadurch Hannover 96, die bis dahin keinerlei Torchancen hatte, irgendwo wieder eingeladen hat, Mut gefasst hat und natürlich dann auch ins Spiel zurückgeholfen hat. Dann waren 1-1, dann kommt die rote Karte. Die nächsten 35 Minuten danach waren, ich glaube, die besten 35 Minuten einer Mannschaft mit Unterzahl, die ich gesehen habe dieses Jahr. Wie wir taktisch standen, wie wir die Linien verschoben haben, nicht nur vertikal, auch seitwärts. Wie wir trotzdem mutig versucht haben, unsere Chancen im Konterspiel zu nutzen. Wir haben in dieser Periode 2 Tore geschossen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, diese 35 Minuten waren fantastisch. So, dann hat es uns noch ein bisschen geholfen, dass natürlich dann Hannover 96 alle ihre Auswechslungen vollzogen hat. Und dann schade für Hübers, dass er sich da verletzt hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf diesem Weg. Zum Schluss haben wir im Prinzip verteidigt mit Mann und Maus, ohne dass nach groß noch was angebrannt hat. Ich glaube, der Sieg geht absolut in Ordnung und der tut richtig, richtig gut. Kompliment an meine Mannschaft. Ja, das waren die Eingangsstatements beider Trainer. Jetzt darf ich die Fragen der Journalistenkollegen verlesen. Pascal Biedenweg von der Rheinischen Post möchte von dir, Uwe, wissen, wieso hast du dich zu Beginn für Hartherz und gegen Kutris entschieden? Ich entscheide mich nie gegen einen Spieler. Ich entscheide mich für den Spieler, wo ich denke, dass der uns in dieser Situation, an dem Spieltag, gegen den Gegner am besten hilft. Ich wollte auch zeigen, dass ich einem Spieler auch Selbstvertrauen gebe. Flo hat das erste Spiel gemacht letzte Woche, war am Tor mit dran beteiligt, aber ich wollte... Man kann einen Spieler da nicht verdammen. Ich wollte Flo auf jeden Fall noch eine weitere Chance geben. Und die hat er heute, bis zu seiner roten Karte, hat er die gut genutzt. Er war sehr, sehr engagiert, auch nach vorne, offensiv-minded. Hat uns da belebt über die Seite mit dem David zusammen. Rote Karte, gelb-rote Karte war unglücklich. Ich wollte ihn... das Selbstvertrauen zeigen, dass er auch mal einen Fehler machen darf, wie gegen Regensburg, und trotzdem jetzt noch mal eine Chance bekommt. Und dann kam es zur Auswechslung, notwendigen Auswechslung zur Halbzeit mit Leo.
Und Leo hat die Chance jetzt auch genutzt, nicht nur durch die Torvorbereitung, aber auch, wie er auch verteidigt hat. Er musste auch lange warten auf seine Chance. Ja, und jetzt ist Leo dran. Anschlussfrage zu Florian Hartherz. Bist du überrascht davon, dass sich ein so erfahrener Spieler so ungestüm angestellt hat? Das sind immer wieder diese sehr klugen Fragen eines Journalisten, der vielleicht noch nie auf dem Platz gestanden hat. Das war eine ganz, ganz schwierige Situation zu verteidigen. Hannoveraner, ich weiß nicht genau, wer es war, macht das super, geht nach innen, geht nach außen, kommt es zum Scheideweg, zur Schnittstelle, und das kann immer mal passieren. Also die zweite gelb-rote Karte, überhaupt kein Vorwurf. Das kann passieren im Hitze des Geschäfts, und ich mache da ihm jetzt auch überhaupt keinen Vorwurf. Herr Kocak, eine Frage von Florian Krebs von der Bild-Zeitung. Hallo Kenan, warum hat deine Mannschaft die Überzahl so schlecht genutzt? Was war da los? Ja, wir hatten kein gutes Passspiel, wir hatten kein gutes Positionsspiel. Wir haben wenig Gegenlauf gehabt, und somit haben wir auch natürlich Fortuna, die das gut gemacht hat, aber auch irgendwo zu einfach gemacht. Und da müssen wir einfach viel mehr die Breite, die Positionen und Gegenlauf reinbringen, um dann gegen eine Mannschaft, die dann verteidigt, massiv in Bewegung zu bringen und auch Lücken zu reißen. Und das haben wir einfach in dem Moment, in den 35 Minuten, nicht gut gemacht. Weiter Florian Krebs. Hatte Duksch eine Wunderheilung? Wie konnte er denn doch noch fit werden? Ja, ich meine, es war am Anfang der Woche, gab es eine Diagnose, und dann haben wir ihn nach Rücksprache mit unseren Ärzten auch nochmal nach München geschickt. Am Freitag gab es dann nochmal eine zweite Meinung vom Doktor, und dann haben wir uns gemeinsam entschieden, ihn da hier mitzunehmen ohne Training, und haben dann ihn letztendlich auch die letzte halbe Stunde, 25 Minuten dann auch reingebracht. Dritte Frage von Florian Krebs: Wie geht's Hübers? Ja, ich habe jetzt noch nicht mit ihm sprechen können, aber deswegen kann ich da auch keine genaue Diagnose hier mitteilen. Dann wieder zu dir, Uwe. Gianni Costa möchte wissen, Rheinische Post. Kann man hinterher sogar sagen, der Platzverweis hat euch in gewisser Weise in die Karten gespielt? Wenn man sieht, dass wir dann zwei Tore geschossen haben, dann kann man vielleicht das so sagen. Ich hätte lieber 11-11 gespielt, muss ich ehrlich sagen. Was sagst du, wenn noch nicht vorher beantwortet, zur Leistung von Kutris? Eigentlich hast du schon einiges gesagt, aber vielleicht kann man das noch ein bisschen anreichern. Ja, Leo, also der hat jetzt lange warten müssen und absolut professionell auf seine Chance auch gewartet, hat sich im Training nie hängen lassen. Hat die Chance heute aus meiner Sicht auch genutzt, kam rein, auch in einer schwierigen Situation. Wir hatten auch überlegt, ob wir vielleicht Luca bringen, weil es ging ja dann mit 10 Mann mehr ums Verteidigen. Ja, und ich habe aber entschieden, dann noch, ich wollte sehen, wo Leo ist. Ja, und das war heute ein Stahlbad, da reingeworfen zu werden. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und now is his turn. Nochmal und zum dritten und letzten Mal dann Gianni Costa. Kannst du uns vielleicht mal ein wenig emotional mitnehmen? Ihr standet vor der Partie extrem unter Druck. Wie hast du diese 94 Minuten unter diesem Aspekt erlebt? Erstmal empfinden wir als Mannschaft, dass wir bei jedem Spiel unter Druck stehen. Also das ist ja hier nun mal so, und damit haben wir uns auch alle abgefunden. Ja, und natürlich, wenn man heute, wir haben ja auch gesagt, die Spiele wären nicht weniger, gegen direkten Kontrahenten heute auch gespielt, Heimspiel gehabt. Das Resultat war heute schon sehr, sehr wichtig für uns. Ja. Aber ich habe heute nicht mehr Druck oder weniger Druck verspürt als in den anderen Wochen zuvor. Gegen Heidenheim nächste Woche wird wieder der gleiche Druck sein für uns. Ja, und mich freut es für die Mannschaft heute, dass sie die wirklich wieder einen Rückschlag bekommen hat im Spiel und dann trotzdem alles reingehauen hat und mutig dann noch mit 10 Mann versucht hat zu kontern und ein Tor zu machen, wie wir den Konter ausgespielt haben. Wir hatten in dieser Saison viele, viele, viele Gelegenheiten und da hat uns wirklich diesmal der Pass, die Laufwege, der Pass, die Passgeschwindigkeit und das Finish hat einfach alles geklappt, und ich freue mich für die Jungs. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Trainingswoche, wo wir uns gegen Heidenheim vorbereiten, was natürlich ein ganz toughes Spiel wird. Norbert Krings, Sportstadt Düsseldorf, auch an dich, Uwe. Bitte bewerte einmal die Leistung von David Kownacki. Für mich war es seine beste Saisonleistung. Bin ich voll bei dir, Norbert. Ich glaube, seitdem ich hier bin, in 13 Monaten hat David Kownacki keine bessere
physische Form gezeigt als jetzt. Also er ist physisch, er ist heute über 11 Kilometer gelaufen für einen Stürmer, 11,4. 34, 35 Sprints gemacht. Er hat uns heute physische Qualitäten auf dieser Außenposition gezeigt, hat auch taktische Qualitäten, wie er den Kaiser abgeklemmt hat schon in der ersten Halbzeit, wo wir dann einen besseren Zugriff auf ihren Spielaufbau bekommen haben. Spielt den Konter super aus. Ich freue mich für ihn. Für ihn ist jetzt ganz, ganz wichtig, gesund zu bleiben und weiter dran zu bleiben. Ob auf den Außen oder ob vorne drin. Wir haben drei sehr, sehr gute Stürmer. Ich wollte heute bei diesem Spiel alle drei auf dem Platz haben, weil David auch ein gutes Momentum hat. Und ich wollte die Spieler auf den Platz bringen, die auch ein Momentum haben. Und David hat das sehr gut gemacht. Florian Krebs nochmal für Sie, Herr Kutschak. Das ist noch ein Nachklapp von ihm. Gudra, erstes Tor. Dumbuya, erster Assist. Gehört den beiden die Zukunft? Und das werden die nächsten Tage und Wochen sich zeigen. Die Jungs haben die Möglichkeit, sich täglich bei uns zu präsentieren. Und wir werden sie auch unterstützen mit allem, was wir haben. Und dann letztendlich ist denn ihre Leistung und die Qualität das entscheidende Merkmal, wonach wir unsere Entscheidungen treffen. Patrick Scherer möchte von dir wissen für den Express. Ist das genauso ein Spiel, was der Startpunkt der so dringend benötigten Siegesserie sein kann? Ja, ich hoffe, Patrick. Wir haben das ja schon mal diese Saison gezeigt. Ja, und ja, ich hoffe, dass es so sein wird. Wie gesagt, die Spiele werden weniger. Jedes Spiel gewinnt an Bedeutung. Das Heidenheim-Spiel wird genauso wichtig sein wie das heutige Spiel. Und das Spiel nach Heidenheim wird genauso wichtig sein. Nach meiner Rechnung sind es, glaube ich, 6 Punkte. Ich habe jetzt heute auch mal auf die Tabelle geguckt, was ich sonst eigentlich nicht mache. So, das rückt jetzt alles näher zusammen. Ja? Und dann werden wir sehen, letzte Drittel der Saison ist immer das Interessanteste. Ja? Und das Wichtigste für uns, wir haben heute Shin Tabelkamp wieder in die Mannschaft gehabt, reinbringen konnten. Und ich glaube, es war wichtig und richtig, dass wir ihn nicht anfangen lassen haben. Das Risiko wäre zu groß gewesen, ihn 60 Minuten zu spielen. Er kam rein, hat das heute sehr gut gemacht, macht das Tor. Er wird jetzt wieder für uns eine super Option sein in den nächsten Wochen. Wir, bis auf Emma und Göx, haben wir keine größeren Verletzungen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt in diese entscheidende Phase der Meisterschaft gehen, wo man zum größten Teil den Kader fit hat. Glaubst du, dass der Knoten bei Felix Klaus jetzt geplatzt ist, möchte auch Patrick Scherer wissen? Ja, ich habe Felix ein bisschen Druck gemacht auf ihn. Ich habe ihm gesagt, du musst heute abliefern. Wir haben ja schon überlegt, auch mit Shinta vielleicht von Anfang an. Und mir war klar, dass David heute spielt. Das war mir die ganze Woche schon klar. Und es war wichtig, dass Felix heute abgeliefert hat. Er hatte, wenn ich das mal so sagen darf, wie eine Drecksau gespielt. Und genau so haben wir die Leute ihm beschrieben. Genau so wünschen wir uns, dass er mit einer richtigen Aggressivität sich in den Zweikämpfen behauptet, durchsetzt, auch mal faul macht und dann natürlich auch seine Qualitäten ins Spiel bringt. Ich glaube, das war heute ein richtig guter Schritt nach vorn von Felix. Herr Kutschak, Dirk Tietenberg für die Matzak Medien möchte gerne wissen, bei dem 1:2, warum geht Muslija nicht mit Klaus mit? Es sind ja viele Faktoren. Also die Entstehung der beiden Treffer kommen ja aus dem Einwurfsituation. Beim zweiten Tor Einwurf, Seitenwechsel, da haben wir keinen klaren Zugriff, verlieren Zweikämpfe und haben eine katastrophale Boxverteidigung. Und dabei im Detail muss ich mir nochmal das anschauen. Und beim dritten Tor auch nach dem Einwurf laufen wir da 2-3 in den Konter rein. Wie gesagt, mit so einer Verteidigung brauchen wir uns keine Hoffnungen machen, hier in der zweiten Liga erfolgreich zu sein. Nächste Frage von Dirk Tietenberg. Wie haben Musa und Mick ihre Sache gemacht? Ja, die Jungs, der Mick hat jetzt zum zweiten Mal Einsatz nach ein paar Minuten Heidenheim und der Musa Debüt heute. Und da ist es unfair, jetzt den Jungs da im Detail ein Urteil abzugeben. Ich war sehr zufrieden mit ihnen. Weitere Frage, wie lange wird Henne noch brauchen? Ja, ist auch, wir denken, dass er im Laufe der nächsten Woche dann einsteigen kann. Ob es dann bis zum Spiel reicht, müssen wir abwarten. Aber so war die letzte Meinung der Ärzte, dass es Mitte nächster Woche mit dem Lauftraining beginnen kann. Und die vierte und letzte Frage von Dirk Tietenberg. Die Muskelgeschichten sind ärgerlich, jetzt auch Hübers. Wie kann man das erklären? Ja, also man sieht ja, dass die Jungs doch nicht so schwerwiegend waren, wie es am Anfang vielleicht
dargestellt oder wir uns vermutet haben. Und der Dux war ja heute wieder dabei. Und wir hoffen natürlich, dass beim Hübi auch nicht so schwerwiegend schwerfallend ist. Aber wir müssen die genauen Diagnosen abwarten, um dann uns und auch im Detail darüber Gedanken zu machen. Und die letzte Frage in dieser Pressekonferenz, die kommt von Jörg Tschoche, Bild-Zeitung, an Uwe Rösler. Uwe, um wie viel Prozent wurde eure kleine Chance auf den Aufstieg durch diesen Sieg erhöht? Also ich bewerte jetzt diese unsere Situation tabellarisch jetzt nicht mit Prozenten. Ich glaube, ich habe immer gesagt, da haben mich auch alle Leute ausgelacht, dass in dieser Saison, speziell im letzten Drittel der Saison, da werden wir noch verrückte Resultate erleben. Heute, wie wir kritisiert worden sind in Würzburg, das ist das Resultat heute. Und die Leistung der Würzburg auch in Kiel zum Beispiel. So, es wird noch viel passieren und ich möchte mich jetzt nicht zu prozentalen Chancen äußern, weil wir müssen jedes Spiel separat angehen. Und unser Fokus ist jetzt auf Heidenheim. Alles andere interessiert eigentlich wenig. Ich bedanke mich bei beiden Trainern für die Ausführungen, bei den Journalisten für ihre Fragen und beende die Pressekonferenz hier aus der Merkur-Spielarena in Düsseldorf. Dankeschön. Danke.